Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich bin ja Vegetarier, ne? Ich bin Türken ungewöhnlich. Das ist kein Gag, ich bin wirklich Vegetarier. Und ich bin Tierschützer, ich arbeite mit der Peter zusammen. Und ich bin überhaupt ein sehr tierlieber Mensch. Ich hätte am liebsten einen ganzen Kleintier zu Hause. Das Problem ist, ich bin nie zu Hause. Kannst du, ist doch so, du kannst dich so Hund, Katze kaufen und dann sagen, so, Papa ist mal weg für 3 Monate, ne? Fressen gibt's im Kühlschrank, Dosenöffner ist auf der Kommode. Da kriegt ihr hin, oder? Nimm die Katze aus dem Mund. Nein, im Ernst. Ich hätte am liebsten beides, Hund und Katze. Also ich kenne viele Freunde, die sind so Hundeliebhaber und die hassen Katzen und umgekehrt. Und ich mag beides. Also Katze, ich mag Katzen, weil sie so Zicken sind, weißt du? Du kannst 2, 3 Stunden mit der Katze knuschen, gehst du kurz aufs Klo, 5 Minuten später kommst du wieder, die Alte kennt dich nicht mehr. Das ist unfassbar. Du kannst, ich bin's. Nee, lass mich in Ruhe, ich bin's. Ja, ich bin dein Herrchen. Nee, lass mich. Wir haben gerade 3 Stunden geknutscht. Nee, ich hab meine Tage. Und das sind absolute Zicken. Du kannst das einzige Haustier, was aktiv Essen ablehnt, ist eine Katze. Du kannst 20, 30 Katzenfuttersorten. Warum gibt es eigentlich keine Katzenfuttersorte Maus, frage ich mich. Aber ist egal. 20, 30 kannst du den öffnen und jedes Mal. Dann nehme ich lieber einen Hund. So einen Hund mag ich. Ein Hund ist einfach gestrickt. Wenn ich so einen Hund anschaue, der nennt mich immer an mich selber. Wenn ich so einen Hund in die Augen schaue, da sehe ich immer mich selber. Ja? Der denkt genau dasselbe wie ich. Poppen, fressen, schlafen. Mehr ist er nicht. Ja, ist mit drin. Ich bin ganz ehrlich, ich bin evolutionstechnisch weit entfernt von so einem Hund. Ja? Aber ein Hund ist ganz anders als so eine Katze. Ja? Ist eine Katze, Zicke, wählerisch, und ein Hund frisst alles. Der kannst du alles in seinen Fressnapf tun, der weiß gar nicht, was du da reintust, der frisst es dir aus der Hand. Der merkt das gar nicht. Zuerst fressen, dann Fragen stellen. Was war das? Was war das? Was habe ich gerade gegessen? Okay, was hast du da reingetan? Ich habe das nicht gemerkt. War das gut? War das lecker? Ich weiß nicht. Wo ist meine Hundeleine? Habe ich die mitgefressen? Was ist hier los? Oder ist das so, ein Hund denkt nur ans Fressen. Der guckt mich an. Fressen? Kann man fressen? 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 Okay, was machen wir? Fressen? Fressen? Da gehst du Gassi und er so, was gehen wir raus? Fressen? Ich kenne ein gutes Sternerestaurant da um die Ecke, da können wir fressen. Da gehst du mit dem Gassi gehen, ja? Gehst du mit dem Gassi gehen, ist auch gutes Deutsch. Ich bin türkisch, darf das. Ihr hättet das gar nicht gemerkt. Komm, also pass auf. Du gehst mit dem Gassi, jetzt haben wir gutes Deutsch. Jetzt pass auf. Aufpassen jetzt. Das ist nicht die Nummer. Also, du spielst dieses. Mann, ich hab. Du gehst mit dem Gassi. Und dann nimmst du so ein Stöckchen und spielst das Stöckchenspiel mit dem, ja? Schmeißt das Ding weg und er rennt hinterher, weil er denkt, es wäre ein Snickers. Das ist ein Snickers, ich hab's gesehen, das ist ein Snickers. Das ist doch ein scheiß Stock, hier hast du den wieder. Du hast den verloren. Ich weiß, das ist ein Bounty, ich hab's gesehen, das ist ein Bounty, regel ich. Das machst du 2, 3 Mal, dann sagt er, leck mich am Arsch, hol dein Stöckchen. Aber muss ich ehrlich sagen, also ich finde ja Hunde, finde ich faszinierende Wesen, ja? Und einige von uns halten sich ja für die Krone der Schöpfung. Ich bin mir da nicht so sicher. Schau mich an, sehe ich aus wie die Krone der Schöpfung? Ich bin 38 auf die 50 zu, ich habe immer noch keine Frau. Oh, das können wir heute Abend ändern, ist kein Problem. Ich sehe doch so 2, 3, da kann man was machen. Aber jetzt mal im Ernst, schau mal. Die Hunde machen so einiges richtiger als wir Menschen. Schau, ich bin ja nicht der Einzige mit Partnerschaftsproblemen, okay? Hier gibt es bestimmt auch einige, die es nicht zugeben oder zu Hause. Deswegen haben wir ja sowas wie Partnerschaftswahl.de, Parship.com und Facebook, MySpace, Your Ass und wie die ganzen Sachen heißen. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich habe auch eine Facebook-Seite. Ihr könnt alle meine Freunde werden, das ist kein Problem. Kommt, nee, wir haben, ja, alles. Komm rüber. Das Problem ist nur, ich würde niemals übers Internet eine Frau finden wollen. Verstehst du? Weil du weißt nicht, ob das stimmt. Du hast das Gefühl, du chattest mit Laura 25. In Wahrheit ist es Rudolf, 71. Viel Spaß beim Blind Date. Aber Guck mal, Hunde machen das ganz anders. Guck mal, da ist jemand umgekippt. Pass auf. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Aber du kannst wirklich. Guck mal, Hunde auf Partnerschaftswahl, das ist doch so einfach, wie die das machen, oder? Die laufen nur aneinander vorbei. Dreh dich mal um. Ja, das geht. Sensationell. Das ist super. Ich
Ich wünschte, ich könnte das machen. Stell dir vor, wie das hier aussehen würde. Dreh dich mal um. Nein, aber da fällt mir ein, Hakan, kennt ihr alle, ne? Mein türkischer Türsteher-Kollege, der hat so eine neue Bullterrier-Dame gekauft, Hakine. Das ist total stolz. Geiler Hund, was geht ab, geiler Hund. Das ist neulich in die Kneipe, hat sich mit einem Kumpel verabredet, aber Hunde mussten draußen bleiben. So hat der Hakine draußen angebunden und Hakine war läufig, ja? Es kam so, wie es kommen musste, so ein Rüde ist vorbeigestapft. Ja, das geht. Da haben die beiden losgelegt. So eine Oma ist vorbeigekommen. Und für sie war das Erregung öffentlichen Ärgernisses. Muss ich mir so etwas anschauen, wie zwei Hunde kopulieren. So Unverschämtheit. Sofort die Polizei gerufen. Polizist kam vorbei, hat den Hundehalter gesucht, ab in die Kneipe. Wem gehört der Hund da draußen? Ich. Ja, Sie wissen, Ihr Hund ist läufig. Nee, hab ich draußen angebunden. Nein, Ihr Hund muss mal bestiegen werden. Was? Ist doch kein Pferd. Nein, Sie Vollidiot. Ihr Hund muss mal gebumst werden. Ja, mach doch. Ich wollte schon immer mal einen Polizeihund. Dankeschön, meine Damen und Herren.